Willkommen zu Selbstständig DIY. Heute möchte ich zeigen Weihnachten in eine Schachtel. Ich habe eine Schachtel hier und innen drin habe ich euch ein kleines bisschen Weihnachten gemacht. Maria Josef und Baby Jesus mit der wunderbaren Stirn. Und heute zeige ich euch, wie man das macht. Ich habe mein Rundholz. Ich schneide für die Josef ein 6 cm Stück Rundholz weg, für Maria 4 cm. Ich tue es mit einem Schraubzwinger an der Tischplatte festschraube, dass ich damit meine japanische Säge aussägen kann. Und mit dem Schleifpapier tue ich die Kanten und das Fläche einfach ein bisschen glatt schleifen. Ich habe hier die Körbe von Josef und Maria und zwei Köpfe, die sind Perlen. Einmal Josef, einmal Maria. Und die schmale ich jetzt an. Und zwar mache ich die Köpfe in der Hautfarbe. Josef will ich in ein dunkelblau machen, Maria mache ich in ein hellblau. Jetzt möchte ich hier hinter drin das Musik einkleben. Hier habe ich Musik, ein Weihnachtslied habe ich, We Wish You a Merry Christmas habe ich ausgesucht. Und das möchte ich hier hinter einkleben. Und um das zu machen, muss ich hier erstmal hier abmessen. Hier dann eine Vorlage machen, die Vorlage dann ausprobieren. Dann hier drauflegen, drumherum malen, ausschneiden und dann kann ich erstmal das Musik einkleben. So, mein Papier passt ganz genau und jetzt kann ich es reinkleben. Ich möchte jetzt die Mütze von Josef ausschneiden. Ich habe dafür mit der Circle zwei Kreise gemacht. Einmal mit dem 2,5 cm Durchmesser, einmal mit 1,5 cm Durchmesser. Und habe hier einen Reststoff von Filz, ein brauner Filz. Und da schneide ich einfach dann. Jetzt musste ich der kleine Jesus machen. Dafür habe ich eine halbe Kugel, ganz kleine Stückchen. Und jetzt schneide ich aus diesem Stoff einfach ein rundes Teil, schlank, ganz rund, so ein Oval eher. Als nächstes möchte ich jetzt die Teile zusammenbauen. Und zwar benutze ich einen Leim, um die Köpfe hinzumachen und ein Alleskleber, um die Jesus und die Mütze drauf zu machen. So, hier habe ich Maria ohne Kopfbedeckung im Moment und ich mache die Kopfbedeckung mit diesem Stück Jutestoff, das ich einfach ein ganz kleines Dreieck aufgeschnitten habe. Ich würde dann das Kopftuch da oben drauf machen, festkleben und hinter auch noch runterziehen und ankleben. Okay. Jetzt möchte ich die Stirn reinhängen. Als erstes bohre ich hier ein Loch einfach durch. Dann kann ich mit dieser Schnur, dass ich schon hier oben Knoten habe, doppelt genommen, die Schnur einfädeln, dann eine Knoten machen und dann diese Schnur mit dieser Knoten hier oben und diese Reißnägel einfach hier oben drin befestigen.
Und zum Schluss leim ich Josef und Maria in die Kiste rein. Und jetzt, um die Schachtel fertig zu machen, reibe ich einfach mit ein bisschen Teaköl, habe ich da. Aber es könnte jedes beliebige Öl sein, das man auf Holzen auftut. Ich habe noch Teaköl da. Einfach einmal drüber. An der Außen sieht der Schachtel einfach ein bisschen schöner aus. So, und hier ist mein fertiger Schachtel mit ein kleines bisschen Weihnachten drin.